Moin, meine Lieben, da bin ich wieder. Die doofe Länderspielpause ist auch vorbei. Morgen rollt der Ball wieder in der Bundesliga. Wir gastieren beim SC Freiburg, dort, wo wir fast immer schlecht ausgesehen haben. Wenn wir jetzt alle Spiele zusammenfassen, letztes Jahr gab es da, glaube ich, ein 0-5, was totale Katastrophe war. Das hätte noch viel höher ausgehen können. Ja, aber mit der aktuellen Mannschaft, mit der aktuellen Spielweise. Und wenn die Jungs wieder nur ansatzweise das abrufen können, was sie bisher gezeigt haben und volle Pulle Gas geben, dann haben wir da auch morgen echt Chancen, was zu holen. Zumindest einen Punkt, ne, womit man denn zufrieden sein müsste, je nach Spielglück oder so, weil Freiburg ja bisher auch sehr stark gestartet ist und einfach heimstark ist. Zur Personale ist zu sagen, um Marvin Schwebe bin ich im Moment nicht ganz so informiert. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile wieder dabei ist oder ob er immer noch an der Hand verletzt ist und weiterhin ausfällt. Timo Hübers und Jannis Horn sind weiter noch ja, im Reha-Programm Schrägstrich Aufbautraining. Ja, und Jan-Uwe Thielmann ist leider immer noch weiterhin krank. Wahrscheinlich hat er einen grippalen Effekt oder sowas, weil es gibt wohl dann doch noch irgendwie Schnupfen auf der Welt und nicht nur das andere da. Ja, ist natürlich bitter, dass Thielmann auch noch weiterhin ausfällt, Entschuldigung. Erfreulich ist aber, dass halt Marc Uth wohl zurückkehrt in die erste Elf oder zumindest auf die Bank. Vermeintlich will man mit voller Kapelle spielen, also mit Andersen, Modest und Uth dahinter. Das würde bedeuten, dass Duda halt erstmal wieder auf der Bank sitzt. Wäre schade, außer Uth ist wirklich fit. Wenn er nur aber nicht wirklich fit ist oder nur so ein bisschen fit oder ansatzweise fit, müsste man Duda eigentlich starten lassen, weil der eigentlich mehr im Saft ist. Und gegen Bochum hat Duda das auch endlich mal gut gemacht oder zufriedenstellend und nicht so wie gegen oder in Jena gegen die Hertha und in München, da war Duda nämlich scheiße. Aber gegen Bochum kann man eigentlich nichts sagen, da gab es eigentlich nichts zu meckern. Ja, groß an der Aufstellung wird sich eigentlich auch nichts verändern. Baumgart hat halt auch verlauten lassen, dass Meret wieder starten wird. Gegen Bochum ist er ja nur ausgewechselt worden, weil es einen Zusammenprall gab kurz vor der Pause. Da hat er halt einen Pferdekuss oder einen Schlag aufs Bein, wie auch immer, auf Oberschenkel bekommen. Dann hat der Muskel halt zugemacht, er konnte sich dann halt nicht mehr bewegen. Deswegen kam halt Luca Kilian rein, der seine Sache auch sehr, sehr gut gemacht hat. Zu Luca Kilian ist noch zu sagen, dass wir dann doch zum Glück sehr wohl eine Kaufoption haben von Mainz 05. Ja, wenn er spielen darf, spielen wird und es gut macht, können wir ihn dann, glaube ich, für 2 Millionen fix kaufen. Und das ist einfach ein super geiler Transfer, den wir denn da ja, in der Hinterhand haben. Gerade was der Transfermarkt angeht und die Megapreise da. Ja, und so ein Spieler in dem Alter für 2 Millionen, super. Ja, die Aufstellung, ob jetzt Schmitz tatsächlich wieder anfangen darf, der kölsche falsche Cafu, oder dann doch vielleicht Easy bezüglich der Geschwindigkeit gegen die Freiburger, die natürlich ein schnelles, starkes Umschaltspiel haben und stark über die Außen kommen. Außer Schmitz ist nicht nur vorne stark, bezüglich, ja, mit seinen Hereingaben und Flanken ist er irgendwie ligaweit mit ganz, ganz vorne dabei. Aber er ist auch nach hinten stark. Wir müssen es sehen. Also es kann sein, dass Schmitz spielt, kann natürlich auch sein, dass Isi spielt, aber Meret wird neben Zichos starten, dann hinten wohl halt Hector. Ja, und das Mittelfeld stellt sich dann wohl von alleine auf, ganz normal, Skiri, Ljubicic, Kainz und dann wahrscheinlich Uth. Oder Duda, weiß ich nicht. Und dann Andersen und Modest im Sturm. Außer Baumgart will Freiburg auf eine falsche Finte locken. Und am Ende spielt dann halt vielleicht doch nicht Andersen im Sturm, sondern dann doch, weiß ich nicht. Noch einer mehr im Mittelfeld. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Weil dann vielleicht gut im Sturm spielt. Und dahinter Duda, keine Ahnung. Letztendlich, wer spielt, ist Banane. Die geben alle Gas. Auch die, die von der Bank kommen. Muss man auch ganz ehrlich sagen. War ja auch gegen Bochum so. Alle, die eingewechselt worden sind, haben gleich Gas gegeben. Sei es Kilian, Ostrak, Schaub, Lemperle und auch Özcan. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ja, also wir sind mal gespannt, wie das jetzt morgen ablaufen wird. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir diesmal nicht 5-0 verlieren. Vielleicht holen wir einen Punkt, vielleicht gewinnen wir sogar. Keine Ahnung, aber mit dem FC, wie er jetzt ja, funktioniert, wie sie jetzt auftreten, muss man einfach zufrieden sein. Und hoffen wir einfach das Beste. Supporten wir die Jungs vom Fernseher, am Radio, auf der Arbeit, wie auch immer. Und ja, vielleicht bescheren sie uns da das nächste tolle Spiel mit dem nächsten tollen Sieg. Das wäre natürlich super. Nach 4 Spieltagen 3 Siege. Das ist eigentlich schon gefühlt ja, die Hälfte von der Hälfte, ne?
Weil mit 10 plus Siegen und vielleicht 4, 5 Unentschieden bleibt man heutzutage ja schon in der Bundesliga. Und wenn du jetzt schon nach 4 Spieltagen 3 Siege holst. Aber gut, wir spielen ja nicht nur gegen Abstieg, ne? Das will ja Baumgart nicht. Er will mindestens Elfter werden, war das, glaube ich. Ja, verbessert mich, falls ich da jetzt falsch liege. Ja, und wenn wir so auftreten und die Chancen herausspielen, dann werden wir auch zwangsläufig unsere Tore schießen. Egal, wer da vorne denn da vorm Tor stehen wird. Sei es jetzt Duda, Uth, Andersen, Modest, Lemperle, Schaub, Kainz, Ljubicic, Oztrak, Özcan, Schindler oder auch mal ein Verteidiger beim Standard. Scheißegal. Ja, ich bin guter Dinge. Drücken wir die Daumen. Meldet doch euch mal in den Kommentaren, wie ihr vielleicht morgen aufstellen würdet. Ja, oder wo ihr Bedenken habt, dass es vielleicht morgen schief gehen könnte, weil ansonsten, ja, gibt es erstmal nichts zu sagen. Ich freue mich dann auf eure Kommentare und dann hören wir uns dann morgen sehr wahrscheinlich nach dem Spiel wieder. Ne? Ansonsten antworte ich euch ja, ich habe ja jetzt auch schon Feierabend. Ne? Heute ist hier schlechtes Wetter in Hamburg. Ja, ich hatte halt Frühschicht und dann hat man dann auch Zeit nach Feierabend. Auf der einen Seite blöde, ne, bezüglich der Arbeitsstunden, auf der anderen Seite hat man halt mehr Freizeit, ne? Also ist halt immer Pro und Contra. Na gut, meldet euch, ich freue mich auf euch. Bis später oder bis morgen, ne? Haut rein, tschüss.